Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Ich zeige euch heute, wie man so ein wunderschönes One-Shoulder-Top selber nähen kann. Und das Coole dabei ist, dass wir durch unser eigenes Schnittmuster, was wir hier erstellen werden, das Oberteil perfekt an unseren Körper anpassen können. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir heute alles brauchen für dieses schöne One-Shoulder-Top. Und das wäre zum einen wie immer eine Stoffschere, ein Maßband und Stecknadeln. Dann brauchen wir diesmal einen Bleistift und Schnittmusterpapier. Da kann man aber auch ganz einfaches Backpapier benutzen. Das geeignet sich genauso gut. Damit werden wir dann nachher das Schnittmuster erstellen. Dafür brauchen wir dann auch noch so ein einfaches Top von euch, was euch einfach passt und ja, was auch ein bisschen Elastan mit enthalten hat. Zu dem Stoff selber, da habe ich mich jetzt für einen Baumwolljersey entschieden, in so einem schönen Rosa. Da könnt ihr auch frei wählen, einfach so einen Stoff, der ein bisschen nachgibt hinterher. Von dem Garn her natürlich wie immer ein Garn in der passenden Farbe zum Stoff. Und als letztes brauchen wir dann noch so ein Schrägband diesmal, damit wir das hinterher in den Ausschnitt mit einnehmen können, damit sich der Stoff nicht verzieht. Zunächst einmal werden wir jetzt das Schnittmuster erstellen. Dafür habe ich jetzt schon mal alles vorbereitet. Das heißt, wir brauchen einmal das Backpapier und unser Top, was wir als Vorlage ausgesucht haben. Und dann werden wir auch schon anfangen und werden uns sozusagen an dem Top lang orientieren und hier sehr grob mit ungefähr 1,5 cm nochmal Abstand dran lang zeichnen. Das ist halt wichtig, weil das Oberteil ja von der Form immer so aufgebaut ist, gerade enge Oberteile, dass der Stoff von der Vorderseite immer etwas größer ist, also breiter als der von der Rückseite, weil natürlich der Brustbereich auch immer mehr Stoff braucht als der Rückenbereich. Das heißt, die Schnittvorlage ist für die Vorderseite gemacht und dann werden wir hinterher einfach im Nachhinein das Rückenteil nochmal anpassen von der Größe her. Das ist einfacher, wenn man hinterher einfach ein bisschen was wegnimmt, als dass hinterher zu wenig Stoff da ist. Und dann werden wir einmal grob dran lang zeichnen. Unten könnt ihr euch das natürlich aussuchen, wie lange ihr das Oberteil haben möchtet. Ich habe mich jetzt an diesem Oberteil orientiert und oben setzt ihr dann einmal hier gerade in diesen Bereichen, wo das unter den Arm geht, da setzen wir nochmal einmal so Punkte. Und dann kann man auch schon anfangen zu gucken, wo setzt man den Träger hin, weil es wird ja nur ein Träger sein. Und dann können wir das Oberteil eigentlich auch schon wegnehmen und fangen dann sozusagen an, diesen Ausschnitt selber zu zeichnen. Hier ist natürlich wichtig, einmal, dass man sich vorher die Markierung hier gesetzt hat. Das heißt, so hoch soll das ungefähr hinterher sein. Und dann fangen wir einfach an, so ein bisschen kurvig zu werden, weil es soll ja auch ein bisschen Rundausschnitt sein. Und da müsst ihr euch dann einfach ein bisschen rantasten mit dem Zeichnen. Und wie gesagt, immer besser erst ein bisschen mehr Stoff abschneiden und dann kann man sich es hinterher auch noch zurechtschneiden bzw. zurechtnähen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den Träger und da müsst ihr euch dann einmal ein Maßband nehmen und am besten das Top, was ich eben hier hatte, als Vorlage anziehen und dann messt ihr einmal von der Mitte der Schulter ab zu sozusagen zu dem Anfang des Tops, wo das beginnt, der Ausschnitt. Bei mir sind das dann ungefähr 18 cm, das heißt, so lang sollte ungefähr dann der Träger auch sein. Da am besten einfach noch so ein Backpapier dran kleben, damit ihr die Größe auch wirklich habt. Und genau, im Prinzip wäre es das auch schon. Dann malt ihr euch das eben so zurecht und dann kann man das auch schon zuschneiden. Das Schnittmuster habe ich jetzt soweit schon mal vorbereitet. Das heißt, ich habe den Ausschnitt noch mal ein bisschen angepasst. Da kann man wirklich selber ein bisschen gucken, wie rund man den haben möchte. Die Eckpunkte, sozusagen die Punkte unter der Schulter, die haben wir auch schon vorher gesetzt. Das heißt, da kann man einfach frei gucken, wie man das haben möchte. Und vom Träger her habe ich jetzt so eine Breite von 5 cm genommen. Und da kommt natürlich dann überall auch noch mal 1,5 cm Nahtzugabe zu. Zu dem Stoff, den habe ich jetzt auch schon mal so weit vorbereitet. Das heißt, ich habe ihn wie immer einfach rechts auf rechts gelegt, so dass wir hinterher direkt sowohl Vorderseite als auch Hinterseite haben. Und jetzt müssen wir die im Prinzip nur noch feststecken und können die dann einmal zuschneiden mit 1,5 cm Nahtzugabe. Wichtig ist natürlich immer, dass man mit dem Fadenlauf schneidet. Das heißt, dass hinterher sich der Stoff
an deine Figur anpassen kann. Ich habe das Ganze jetzt schon mal so weit zugeschnitten, wie gesagt mit 1,5 cm Nahtzugabe und habe oben den Träger auch noch mal ein bisschen länger gelassen, einfach damit man hinterher einen Puffer hat, wie lange man den Träger braucht. Dann als nächstes, das liegt immer noch rechts auf rechts und das hier ist jetzt sozusagen die Rückseite von dem Oberteil. Da habe ich jetzt einfach ungefähr 1 cm von weggenommen, dass man in der Breite halt nach hinten hinterher das wirklich passend aufeinander liegen hat. Und dann werden wir das jetzt einfach Kante auf Kante legen. So, und das feststecken. Und im nächsten Schritt können wir das dann halt einmal hier festnähen und einmal festketteln, so wie immer. Und dann haben wir sozusagen die Seitennähte auch schon fertig. So, ich habe die Seitenränder jetzt soweit schon mal zugenäht. Das heißt, wir haben hier einmal dran lang genäht und haben nochmal dran lang gekettelt. Da kann man auch ganz gut sehen, dass das mit diesem, ich sag mal, Stoffüberschuss ganz gut geklappt hat. Die Vorderseite ist also ein bisschen weiter als die Rückseite. Und dann geht es eigentlich schon daran, dass ihr es einfach nur anprobieren müsst. Das heißt, ihr probiert das Oberteil einmal an und könnt dann schon sehen, ob es sitzt oder nicht. Wenn nicht, könnt ihr es natürlich immer noch mal ein bisschen anpassen, einfach ein paar Stecknadeln setzen und dann könnt ihr es noch mal enger nähen. Und den nächsten Schritt können wir dann beim Anziehen auch schon mal den Träger soweit fertig machen. Das heißt, wir setzen dann Markierungen, wie lange wir die Träger haben möchten. Und wenn wir das dann wieder rechts auf rechts legen, zum Nähen eben, dann können wir mit den Stecknadeln die Markierungen setzen. Und gehen dann vom Nähen her genauso vor wie bei den Seitenrändern. Das heißt, wir nähen einmal dran lang und verketteln das Ganze einmal. Und dann sind wir im Prinzip damit schon fertig und müssen dann nur noch die ganzen Ränder einmal schön abnähen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich diese Schrägbank ganz gerne einsetze dafür. Das heißt, wir würden das einmal sozusagen hier umknicken. Und würden dann das Schrägband hier einsetzen und dann einmal das Ganze zusammennähen. Das heißt, zweimal drüber steppen, von der anderen Seite natürlich. Da der Stoff aber so einfach zu vernähen ist und überhaupt nicht aufribbelt, habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich das Ganze ohne das Band mache. Das heißt, wir stecken das einmal so ab, knicken das Ganze so um und können dann einmal hinterher, wenn wir es wieder auf die richtige Seite haben, schön nah am Rand einmal und einmal ein bisschen weiter so eine, einmal beim Füßchen orientieren, dran lang steppen, sodass wir zwei schöne Nähte haben. Das machen wir sowohl im Ausschnitt als auch hier am Rand und machen das unten nochmal einmal. Dann, wenn man es angezogen hat, kann man ja auch noch mal einmal sehen, ob das passt mit dem Rand oben und vor allem hier unter den Armen. Sonst nimmt man immer auch gerne noch mal ein bisschen Stoff einfach weg. Genauso wie hier unten, da kann man die Rückenpartie auch gerne ein bisschen länger lassen, damit es einfach sich hinterher passend zieht und alles gleichmäßig ist.
So, hier könnt ihr jetzt nochmal das Endergebnis von dem Oberteil sehen. Und ich habe, wie gesagt, nach dem Zunähen des Trägers oben, das haben wir genauso gemacht wie die Seitennähte, mich an den Ausschnitt und an den unteren Teil des Oberteils gesetzt und habe da dran lang gesteppt zweimal. Das sieht dann im Endeffekt so aus, dass man einfach zwei feine Stiche hat, direkt nebeneinander. Und damit es einfach ein bisschen einfacher ist, habe ich zunächst einmal die Stecknadel vertikal zum Stoff gesetzt. Das sieht man auch in dem Video vorher ganz gut, damit sich der Stoff nicht so zusammenzieht. Und habe dann von innen die erste Naht gesetzt, einfach orientiert an dem Füßchen der Nähmaschine, und habe dann die Nadel sozusagen, dafür gibt es einen individuellen Knopf bei jeder Nähmaschine, habe die Nähmaschinennadel ganz nach links gesetzt, so dass man schön den Abschluss hat, habe dann das Ganze einmal umgedreht und habe es sozusagen von vorne die zweite Naht gesetzt, habe dann die Nähmaschinennadel einfach ein bisschen mittiger gesetzt, so dass man schön beide Nähte nebeneinander hat und nicht das Problem hat, dass die hinterher vielleicht so unregelmäßig sind. Und noch dazu zu der Nadel, zu der Nähmaschinennadel, da habe ich jetzt einfach eine ganz dünne, normale Nähmaschinennadel benutzt. Man kann aber natürlich gerade bei so einem Jersey-Stoff auch eine spezielle Jersey-Nadel nehmen, die gibt es auch. Und wenn man jetzt unterm Arm das Problem hatte, das war bei mir nämlich im Prinzip auch so, dass ich zu viel Stoff übrig hatte, kann man so ganz kleine Schnitte reinsetzen, damit sich der Stoff einfach ein bisschen dehnen kann und das hinterher keine Falten schlägt. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Selbernähen.